Seid gelöst zurück bei Opon und das ist alles vier. Wir sind dabei, unseren Krieg vorzubereiten, weiterhin gegen die Franzosen. Wir haben bloß das Problem, dass die Osmanen nicht mitmachen würden, weil sie eben Schulden haben. Und ja. Vielleicht bräuchten wir hier noch ein bisschen mehr Gefälligkeiten. Damit wir denen sagen können, hey, mobilisiert mal eure Truppen. Das heißt, wenn sie vielleicht noch einen Krieg aufmachen würden, könnten wir denen helfen und ja, vielleicht Gefälligkeiten bekommen. Naja, aber jetzt bauen wir erstmal unsere Truppen auf. Wir müssen aber erstmal hier das Darlehen abzahlen, bevor wir das machen können. 890.000. 890, mein Gott, ich immer mit meinen 1000. Okay, jetzt sind wir darlehensfrei. Und ja, jetzt müssen wir unsere Flotte hier, also jetzt tun wir unsere Armeen hier in diesem Part ein bisschen vorbereiten für diesen epischen Krieg. Und zwar würde ich vorschlagen, wir schicken erstmal hier unsere die meisten Truppen, die wir jetzt hier haben, zurück nach Großbritannien. Also ich darf nicht vergessen, der muss da bleiben, da ist ja unser Kolonist drauf. Und jetzt holen wir uns wieder ein bisschen Money. Das ist ganz gut, um weitere Truppen zu bauen. Und zwar würde ich gerne zusätzliche Truppen hier in Skandinavien bauen, damit wir die Russen abwehren können. Des Weiteren haben wir hier auch noch ein paar Truppen. Ah. Schweden tut wieder uns ein bisschen nerven. Das macht denen irgendwie Spaß, ne? Ich glaube, ich schicke mal einen auf Spionageabwehr. Gegen Spionage. Und ich glaube, wir können einen Spion auch nach Frankreich schicken. Damit wir hier vielleicht ihre Administration infiltrieren können. Dann sehen wir nämlich alles, was sie haben. Aber wir müssen halt die Technologiestufe 27 erst haben. Das müssten wir allerdings hier als nächstes erforschen. Das hatten wir auch schon tausendmal. Mich wundert es übrigens, warum die Osmanen immer noch nicht den, wie heißt das, dieser Kanal da. Wie heißt dieser Kanal nochmal? Den Suezkanal gebaut haben. Weil der wäre richtig praktisch für uns. Gerade wir, weil wir müssen hier immer um Gesamtafrika herum marschieren mit unseren Flotten. Und dieser Suezkanal, der wäre wirklich praktisch, dann müssten wir hier... Dann können wir unsere Kolonien auch besser versorgen. Und schneller auch. Da fehlt es ein bisschen an Detailheit, finde ich, was das angeht. Weil die Osmanen, die sind unsere Verbündeten. Also wenn die wirklich uns wohlwollend wären, dann würden sie diesen Kanal auch bauen. Ich würde denen sogar Geld geben für den Bau. Ne, also sowas fehlt es ein bisschen in diesem Spiel, dass man quasi mehr mit seinen Verbündeten interagieren kann. Dass man auch sagen kann, hey, greift mal diese Provinz hier an und nicht irgendwie Russland, wenn wir hier im Krieg da unten sind. Ne? Also da finde ich, fehlt es noch ein bisschen an Detail. Ja. Und ich finde dieses Diplomatie-Menü, das ist auch ein bisschen unübersichtlich. Gut, man kann das hier zwar aus- und anmachen, aber ich habe es gerne immer an, alles an, weil ich mir nie merken kann, wo was ist eigentlich, ne? Und
Ja, ich finde, das kann man hier ein bisschen, ich weiß nicht, das Menü, das könnte man vielleicht ein bisschen größer machen. Hier, das ist mir alles ein bisschen zu knapp in einem Fenster gepackt. Also, da wünsche ich mir vielleicht ein Fenster wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel sowas hier. Ja, dass man hier quasi alles hier Übersicht hat. Vielleicht ein bisschen größer, vielleicht auf dem Bildschirm verteilt. Ja, irgendwie so, aber das hier finde ich ein bisschen knapp. Hier auch, dass man da hier oben hin und her wechseln muss. Das finde ich ein bisschen umständlich auch. Also ich finde, da könnte Paradox ein bisschen mehr machen. Die machen ja eh gerade ein großes Update für das Heilige Römische Reich, aber mein Gott, das Heilige Römische Reich hat schon so viele neue Updates bekommen. Ständig verändern sie das Spiel neu, also ich finde, sie sollten langsam mal irgendwie mal feste Regeln finden, so Regeln, die wirklich drin bleiben und die dann irgendwie verbessern. Ja, das hier zum Beispiel, das ist richtig geil hier, das mit diesem Gebäude, dass man hier alles schnell machen kann, das ist eine perfekte Erfindung. Also das gab es in IO 3, soweit ich weiß, noch nicht. Und das ist in IO 4 richtig geil. Also ich war richtig begeistert, wo ich das gesehen habe zum ersten Mal. Ja. Aber die Diplomatie, die ist... Nee. Die ist einfach nur schlecht gemacht, finde ich. Nein, ich gebe euch keinen Zugang. Ich unterstütze es nicht, dass ihr hier so Fahler angreift. Genauso unterstütze ich die Franzosen. Jawohl, so Fahrlampe. Jawohl. So muss das sein. Ich glaube, ich subventioniere euch. Naja, vielleicht auch besser nicht. Ich brauche das Geld selber. Ah, aber ich würde es feiern, wenn die so Fahrlampe jetzt hier diese Provinz hier von den Franzosen erobern. Und ja, jetzt baue ich hier eine weitere Festung in Skandinavien, hier in Finnmark. Denn die sind arktisch, die Provinzen. Und arktische Provinzen sind geil zum Verteidigen. Wieso kann ich da keine... Und wieso habe ich hier jetzt Rebellen? Achso, das sind Kolonie. Okay, das ist eine Kolonie. Wieso kann ich da nichts bauen? Achso, die ist nicht entwickelt genug. Okay, dann zerstöre ich halt die Kirche. Auf die... Nein, nicht verbessern die Kirche, zerstören die Kirche. So. Nein, ich baue da jetzt kein, was ist das, Trockendock drauf. So, Festung. Das ist jetzt meine Maginot-Linie. Ist hier auch arktisch, hier ist auch arktisch. Die wäre hier wahrscheinlich auch arktisch, ne? Ja. Theoretisch kann man hier bis runter hier Festungen bauen. Kostet halt dementsprechend viel. Hier ist nichts mehr arktisch. Also von bis hier unten bis nach Lappland ist alles arktisch. So, wir könnten jetzt eigentlich auch unsere Schiffe wieder benutzen, um unseren Handel zu stärken. Was nehmen wir denn da am besten? Nehmen wir den Ärmelkanal, der ist gleich direkt hier vor unserer Nase. Ach, Generäle gehen in den Ruhestand, das ist ein schlechtes Event für uns. Ach, die Franzosen besetzen hier Gebiete. Ich kann ich eigentlich rüberschicken. Was macht Kanada hier? Was macht ihr hier? Erhöht die Nachfrage für Lackware. Sieht's eigentlich aus mit Portugal? Na, okay, wir haben keinen freien Diplomaten gerade. Was wollen die aus Mann jetzt? Ach so, das sind diese kleinen Länder da.
Ja, machen wir. Das sind diese Länder hier. Ich habe schon erwartet, dass sie die angreifen werden. Aber wir nutzen die Chance jetzt, um Gefallen einzusammeln, damit wir denen sagen können, hey, mach mal mobil gegen die Franzosen. Revolutionäre wieder in Aragon. Russland greift die Mandschurei an, das habe ich ehrlich gesagt auch erwartet, weil Mandschurei ist auch wieder so ein kleines Scheißerland. Ne, nicht beleidigend gemeint, sondern hier im Spiel, ne, ist nicht besonders von großer Bedeutung. So, Square Infanterie oder Impuls Infanterie. Immer die Impuls. Hier abendländische Chasseure. Ja, König den Militärzugang auf. Ja, den haben sie auch nur aufgenommen und uns im Krieg zu unterstützen. Nein, ach komm, das, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Wieso zerstöre ich die Eingeborenen nicht einfach, Mann, von Anfang an? Ey, wenn jetzt die Kastilier das, das kolonisieren sofort, ne? Nachdem die zerstört wurde, dann bin ich sauer. Das ist mir egal. Okay, die Kolonie existiert noch. Aber ich habe halt Kolonisten verloren. Yay, die Schockwelle leisten hier gute Arbeit und besetzen hier die Gebiete hier. So, jetzt revanchiere ich mich erstmal für die Zerstörung meiner Kolonie und zerstöre die ganzen Eingeborenen hier. So, jetzt habe ich meine Ruhe und kann die Truppen auch einsetzen. Das finde ich jetzt nicht gut. Wieso greift da was hier mit mich an? Die Musik spielt hier oben. Das finde ich auch doof, dass die KI immer gegen den Spieler geht. Ich meinte, die werden hier oben besetzt und die greifen mich hier unten an. Mich als Typ, der überhaupt nicht wirklich Interesse in diesem Krieg hat. Also auch ein Makel an der KI, finde ich. Also, was haben wir hier? Hier sind Nationalisten. Ojoische, das sind die hier, die gehören. Es kann sein, dass die uns auch angreifen werden. Hier unsere Pracht wieder benutzen, um, ich nehme mal den Artilleriebonus. Das hilft uns für die Belagerung. Ja, die Bunjaro müssten bald aus dem Krieg gekickt werden. Und Portugal greift jetzt Tunesien an. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil die sind nicht mehr verbündet mit den Mogulen und sind jetzt komplett alleine. Ja, Bunjoro ist nun raus aus diesem Krieg. Wir bleiben allerdings in diesem Krieg weiterhin drin, ne, weil sonst kriegen wir keine Gefälligkeit, wenn wir jetzt hier rausgehen. Mombasa scheint zu kolonisieren, kann das sein? Gerade hat sich ihr Territorium verändert, zumindest der Schriftzug von denen. Na, kann ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung.
Ah ja, sehr gut. Meine Truppen sind fertig, die ich in Norwegen gebaut habe. Hey, geht mal weg von diesem Gebiet hier. Da was hier müsste auch gleich aus dem Krieg gekickt werden. Unbeliebter Mathematiker. Wie viele Herrscher in dieser Zeit will sich auch George II. Will dir mit klugen Köpfen umgeben, um die Geheimnisse der Welt zu diskutieren. Einige besitzen einen sehr klugen Verstand und sind hervorragend in Debatten, während andere eher für Experimente im Labor oder mathematischen Berechnungen geeignet sind. Es besteht kein Zweifel darin, dass dies manchmal zu Rivalitäten führt, da die Kunst des Königs sowohl für Denker, Wissenschaftler als auch für Erfinder sehr nützlich sein kann. Einer dieser intelligenten Dummköpfe hat sich in letzter Zeit vor vielen Gesinnlichen lächerlich gemacht. Frederick Augustus Cromwell hat einen starken Sinn für Mathematik, ist aber ein bemerkenswert schlechter Debattierer und einige sagen, dass der Ruf des Hofes bei solchen Arbeiten leidet. Er beschämt uns. Ich bin ja ein Perfektionist, von daher. Kolonialexpansion. Mohambe. Wo ist Mohambe? Da ist Mohambe. Schickt sie zu einer bestehenden Kolonie. Ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Interesse da, diese Provinz hier zu besiedeln. Das kann ja noch warten. Und wir haben eine Menge Geld wieder zur Verfügung. Bauen wir doch weitere Rekrutierungszentren. Oder Schiffe. Oder Soldaten. Ah, ich nehme Soldaten. Oder Rekrutierungszentren. Ich nehme Soldaten. So, Soldaten und Transporter bräuchte ich. Weil wir müssen ja irgendwie den D-Day planen, ne? Mit einer großen Flotte. Plus 10 Transporter. So, mit dem Rest können wir noch ein paar... leichte Schiffe bauen. Mit denen kann man gut im Ärmelkanal kämpfen. So, jetzt können wir eigentlich mit diesen 14.000 hier die Provinzen befreien. Ui, was ist hier los? Tunesien ist hier anscheinend. Alles klar. Und Katsina greift die Portugiesen auch an. Katsina wurde doch garantiert, oder? Ja, Katsina wurde von den Portugiesen beschützt und jetzt greift Katsina die Portugiesen an. Okay. Ist dann mit den Mongolen beendet. Es kann sein, dass die Osmanen die wieder angreifen, aber die haben sie eh gerade hier in dem eigenen Krieg hier. Das können wir wieder was besteuern. Ja, jetzt müssten die Aludinen gleich aus sein aus diesem Krieg. Die Osmanen, alter Schwede. Und der Krieg ist vorbei. Und sie, ja, gewinnen einiges an Gebieten und wir kriegen drei Gefälligkeiten dazu. Und wahrscheinlich sind sie jetzt auf Platz 1, oder? Ja, die haben uns verdrängt. Ja gut, die haben jetzt ja auch ihre Institution gefördert, das wundert mich auch nicht. Die haben jetzt 3000 Entwicklungen, wir haben 2100. Die Franzosen haben zum Vergleich nur halb so viel. Also, wenn wir wirklich die Armeen jetzt gegen die Franzosen hier benutzen können, das wäre richtig geil.
bald sind die Chokwe annektiert. Oh, das feiere ich. Nice. Besetzen, besetzen. Oh, das feiere ich gar nicht. Das feiere ich überhaupt nicht. Drecks Franzosen. Sorry, nichts gegen Franzosen, ne? Also, ich meine nur die Franzosen hier in dem Spiel. Immer muss ich mich rechtfertigen, wenn ich sowas sag. Dabei meine ich es nicht allgemein auf alle, sondern nur in diesem Spiel. Ich rede nur von den Franzosen im Spiel. Ich habe ja echt nichts gegen Franzosen. Nur, ich habe nur was gegen die Franzosen in diesem Spiel. Das ist der Unterschied, ja. Leider muss ich das immer sagen, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die denken, oh, er hat was gegen Franzosen. Nein, ich habe nichts gegen Franzosen. Zumindest nicht in echt. Hier schon. Und die Chokwe sind jetzt endlich annektiert. Jawoll. Zur Feier des Tages lösen wir wieder Klöster auf. Ich glaube, das wird so ein Running Gag. Rotterham-Flug. Der in Europa verwendete Basisflug ist seit der Römerzeit unverändert. Dank der Verbesserung des Entwurfs kann der gleiche Flug nun viel leichter gemacht werden, wodurch die Arbeitslast für Zugtiere verringert wird. Und um die Arbeit mehr verrichten zu können. Erhöht die Produktionseffizienz. Und ja, der nächsten Technologie können wir Menschenrechte durchsetzen. Und die letzte Technologie freischalten. Idee freischalten, so genau. Jo, es sieht ganz gut aus. Also unsere Flotte wird erweitert aufs Flottenlimit. Wir könnten jetzt weitere Rekrutierungszentren wieder bauen. Wo haben wir es denn Rekrutierungszentren? Hier. Vielleicht hier unten in Afrika, da haben wir ja kaum was gebaut bisher. Jo, und so sieht es aus, wenn wir die Chokwe annektiert haben. Ein großer roter Fleck. Und Corona kommt. Okay. Ein neuer Corona-Fall hier in Augsburg. So, in 6 Jahren gibt's Krieg. Ich muss mich jetzt strikt am Zeitplan halten. Ich werde den Osmanen sagen, wann sage ich, dass sie sich mobilisieren sollen. So, sie sind gerade im Krieg. Warum seid ihr schon wieder im Krieg? Ah, da sind sie jetzt im Krieg. Wieder gegen Ming. Die Osmanen sind echt ein schwieriger Verbündeter. Das muss ich schon sagen. Transporter sind fertig, die wir für den D-Day brauchen. Setzen wir die hier noch an der Küstengrenze hin. Die 2 Heinzelmännchen, die können wir hier nach Norden schicken. Wahrscheinlich werden wir hier mehr Truppen in Skandinavien brauchen, weil die Russen haben schon eine ordentliche Manpower.
komme hier zusätzlich noch dazu. Haben wir hier noch irgendwelche Truppen verstreut auf der Welt? Ja, hier sind noch ein paar, aber die brauchen wir. Zur Verteidigung. Das werden wir wahrscheinlich verlieren, aber das ist mir eh egal, diese madagaskischen Provinzen. Australien, ja gut. Australien ist Australien. Wir könnten vielleicht unsere Verbündeten noch ein bisschen stärker machen. Okay, Kassin ist irgendwie im Krieg gegen... Achso, Kassin will jetzt auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Und greift Tunesien jetzt auch an. Ja, das ist halt so im Late Game. Wenn eine Nation schwach erscheint, wird sie von allen anderen Nationen angegriffen. So, Neu-Portugal. Wo ist Neu-Portugal? Ach, 13 Kolonien. Können wir Neu-Portugal angreifen? Nein, geht nicht. Aber Louisiana kann auch jetzt Kastilien angreifen, oder? Zumindest ist Louisiana. Das falsche Louisiana. Die könnten Neu-Portugal angreifen. Oder Pacifico Norte. Ich glaube, Neu-Portugal ist besser. Das gehört zwar den 13 Kolonien, aber ist besser, als wenn es unseren Vasallen gehört, als den 13 Kolonien. Von daher... So... ja, Louisiana schafft es locker. Die haben hier 42.000. Die müssen nur hier rüber und dann ist das alles hier. Louisianisches Gebiet. Armes Tunesien. Jetzt sind hier auch noch Nationalisten im Mogulreich aufgeploppt. Und ich habe keine Ahnung, warum die Mandschurei hier mit den Truppen ist. Dabei spielt die Musik hier. Also die KI, die spielt echt komisch manchmal. Ne, die schickt ihre Truppen am anderen Ende von Russland rüber. Obwohl hier die Musik spielt, also. Mhm. Ja, weitere Revolutionäre in Aragon. Österreich würde jetzt halt mitmachen bei dem Krieg gegen die Franzosen und die Osmanen kämpfen in einem anderen Krieg. Die würden aber vielleicht mitmachen, wenn der Krieg vorbei wäre. Das heißt, wir müssen jetzt nur warten, bis die Osmanen den Krieg beendet haben. Gegen Ming. Dauert noch ein bisschen. Auch dann wäre das Timing perfekt. Hier kommt es zur Schlacht. Louisiana gegen Neu-Portugal. Können wir noch ein bisschen unsere Bomber mehr Rekrutierungszentren. So. Jetzt können wir mal kurz unsere Armeen anschauen. Im Vergleich zum Rest der Welt. Wir haben am viertmeisten Armeen auf der Welt. Auf Platz 1 sind unsere Verbündeten, auf Platz 2 sind die Verbündeten unseres Feindes, auf Platz 3 ist unser Feind und auf Platz 4 sind wir. Also es wird
wird ein Monsterkrieg werden. Ja, die Franzosen, sie sind fast an ihrem Truppenlimit hochgegangen. Ja, wir haben nur 66 weniger als Truppenlimit als sie. Eine weitere Kolonie ist fertig. Dann gehen wir hier nach Lala. Eine neue Debatte bräuchten wir. Gibt es eine militärische Debatte vielleicht? Nein, gibt es nicht. Dann nehmen wir halt das da, Frankreich greift die Kämer nochmal an. Ja, kriegt ihr. Okay. Ach, wieder so Indianeraufstände. Hier war leider ein Truppenverschleiß. Oh, okay, da habe ich ein bisschen viel Truppen darunter. Die sollte ich eigentlich mal mitnehmen. Ich verstehe, wenn die hier rüber wollen mit ihren Truppen, dann müssen sie immer durch mein Gebiet, weil ich eben hier die Straße von Gibraltar kontrolliere. Ich könnte jetzt hier auch wieder den Armeeunterhalt auf 0 setzen. In Norwegen sind sie besser aufgehoben. Armes Tunesien. Theoretisch könnten wir uns das jetzt hier holen. Nee, aber ich glaube, das will ich gar nicht. So, habt ihr jetzt euren Frieden? Nein. Die machen auch gar keinen Fortschritt, was der Krieg angeht, ne? Also... Warum erklären sie überhaupt den Krieg, wenn... Oh, die Bengalen werden hier ziemlich von den Osmanen in die Mangel... von den Ming in die Mangel genommen. Ja. So, öffentliche Bestrafungen setzen wir durch, dann können wir hier unser Spionagenetzwerk dazu benutzen, um die französische Infiltration zu sehen. Das heißt, wir sehen quasi dann, was sie alles haben. Wir können dadurch ein bisschen strategisch planen. Ich glaube, ich mache mal einen Fokus auf Diplomatie. Ja, wir kriegen jetzt ordentlich Geld rein, aber auch nur, weil wir gerade unser Armeeunterhalt gesenkt haben.
Die Franzosen haben jetzt 410.000 Truppen. Die erweitern ihre Truppen auch, so wie wir. Also wenn wir uns den Vergleich anschauen, die Feinde hätten insgesamt 830.000 Truppen zur Verfügung und unser Bündnis hätte ja auch genau die gleiche Anzahl zur Verfügung, also das ist echt ein... Das ist dann echt ein epischer Krieg. Aber wir bauen uns Truppen ja noch aus. Momentan bin ich ja nur dabei, hier mein Einheitenlimit zu erhöhen. Wobei, wenn ich den Krieg jetzt noch erklären will, dann muss ich hier langsam jetzt Truppen bauen. Ich gehe jetzt mal bis 368 hoch, bis zum Limit. Das ist mir, glaube ich, jetzt auch ein paar Darlehen wert. Wir müssen ja noch schließlich warten, bis sich dann auch unsere Rekrutenreserve wieder aufgebaut hat. Das heißt, ja. Dann nehme ich jetzt vielleicht einen... Ah, wir haben gar keinen, der Rekrutenreserve erhöht. Dann müsste ich vielleicht einen entlassen. Einen Disziplinentypen, den brauche ich noch. Ich glaube, den Unterhalt für die Armeen, den brauche ich nicht. Holen wir uns einen anderen stattdessen. Hier können wir uns einen neuen holen. Zelle global. Unterhalt der Armee, Disziplin. Ne, den hat man doch gerade eben. Mein Gott, ey. Ach, das ist so teuer auf Dauer, das lasse ich mal. Ich kann mir jetzt die Darlehen zurückzahlen, jetzt haben wir ein bisschen mehr Darlehen. Ne, Quatsch mit dem Rest. Den Darlehen kaufe ich hier weitere. Ich könnte Regimentscamp bauen. Ne, ich baue mal sowas hier. Übungsplatz. Das gibt uns auch ein bisschen Manpower dazu. So, und jetzt heißt es abwarten, bis unsere Truppen fertig gebaut sind. Wir kommen leider nicht ganz an die Franzosen ran, aber das macht nichts. Je mehr Truppen, desto mehr hilft es uns. Die Franzosen haben auch sehr viele Söldner aufgenommen. Warum auch immer. Ja, und ich kann das Spiel jetzt ein bisschen beschleunigen, weil im Late Game ist es so, dass die Geschwindigkeit des Spiels sich auch verringert. Weil eben mehr Berechnungen auch gemacht werden. Russland wird zur Großmacht. So, können wir denen jetzt sagen, nein, die sind immer noch im Krieg. Mein Gott, ey. Eins ist klar, wir müssen auf jeden Fall warten, bis dieser Krieg vorbei ist, sonst können wir diesen Krieg nicht starten. Weil ich brauche die Osmanen wirklich ganz dringend. So, Falle besetzt ist alles, was Kastilien hier gehört. Und jetzt haben wir hier die öffentliche Bestrafung. Ja, ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand. Ist aber auch, glaube ich, nicht so wichtig. Und jetzt können wir hier die Infiltration uns anschauen. Und sehen nun alles, was die Franzosen hier haben. Also in ihrem Hauptland haben sie 60.000, sogar noch mehr. 100.000 Truppen etwa.
Nee, 80.000, 90.000 etwa, grob gerechnet. Okay. Die meisten Truppen, hier haben sie noch welche in Madagaskar. Und hier haben sie noch welche bei den Kämern. Da haben sie noch welche in Grönland, komischerweise. Warum die hier in Grönland sind, keine Ahnung. Also sie haben ihre Truppen überall verteilt. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir möglichst viele Truppen in ihr Heimatgebiet bringen, dann könnten wir sie besiegen. Aber wir müssten schnell agieren. Wo ist eigentlich meine Flotte? Ich mache hier momentan Handelsunterstützung. Na ja, hier sind ein paar Flotten. Schicken wir euch mal zurück. Die meisten Transporte, hier haben wir 47.000 Transporte. 37 Transporter. Mein Gott. Die sind am Handeln. Ja. Waffenstillstand ist beendet mit Sofala. Theoretisch könnten wir uns jetzt hier ein paar Provinzen hier holen, aber ich glaube, ich habe gerade Wichtigeres in meinem Kopf. Stadtleben, das hat man auch schon mal. Holen wir uns wieder ein bisschen Geld. Damit können wir die Darlehen ein bisschen abzahlen. Oder auch nicht. Wir könnten jetzt langsam unser Armeeunterhalt wieder hochsetzen. Nee, das mache ich ein Jahr vor dem Krieg. Ja, die Osmanen haben immer... Ich glaube, wenn die Osmanen ihren Krieg beendet haben, dann greife ich die Franzosen an. Ja, das ist ein erbitterter Krieg. Bengalen gegen Ming sind in etwa gleich stark. Es kann sein, dass dieser Krieg noch ein bisschen länger dauert, als ich mir wünsche. Währenddessen sind die Franzosen hier fleißig dabei, die Ming zu besetzen, die Khmer weiter zu besetzen. Ein Darlehen können wir schon mal zurückzahlen. Alter! Was ist das? Mein Spiel fängt immer mehr zum Laggen an, weil eben so viele Truppen gebaut werden. Boah. Ja, ich komme langsam nicht mehr wirklich, ihr seht ja, wie langsam das Spiel jetzt gerade läuft, ne? Das liegt daran, weil eben so viele Truppen im Umlauf sind und die ganzen Modifikatoren noch berechnet werden. Was haben die Osmanen vor? Ja, jetzt machen sie einen leichten Fortschritt, was das angeht. Die Bengalen, die sind jetzt auch nicht mehr so krass in der Petrole. Die erobern jetzt inzwischen einiges zurück. Und ist der Krieg jetzt endlich vorbei? Ja, der Krieg ist vorbei. Und können wir die Franzosen jetzt... Ja... Ja, jetzt ist der Tag gekommen. Der große Moment ist da. Jetzt erhöhen wir mal den Unterhalt. Auch wenn wir jetzt hier ordentliches Minus machen, aber die Kriegssteuern werden es schon regeln. Und jetzt geht's los. Jetzt darauf habe ich schon so lange gewartet. Jetzt starten wir unser goldenes Zeitalter. Was unsere Moral und Flotten und ja, erhöhen wird. Für 50 Jahre, also bis zum Jahre
1818, drei Jahre vom Ende des Spiels, zack, goldenes Zeitalter ist gestartet und wir sind bereit, den Franzosen den Krieg zu erklären. Also, darauf haben wir doch so lange gewartet und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn der Krieg losgeht. Also macht's gut, euer Janka. Ciao.